Als erstes freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch schlau gemacht über dich. Du sagst, du bist ein Perfektionist. Und meiner Meinung nach ist ein Perfektionist auch immer so ein bisschen ein Extremer, ein Extremist, weil er etwas ganz Bestimmtes extrem verfolgt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle extremen Menschen, die ich kenne, immer wieder auch enttäuscht werden können und extrem enttäuscht sein können. Und das ja auch schon depressiv machen kann oder zumindest sie runterziehen kann auf eine gewisse Art und Weise. Wie extrem ist Jan Delay und wie stehst du dazu? Also da muss man sich auch, ja, wie soll man sagen, natürlich ist das so, wenn man, genauso wie du sagst, wenn man extrem für was arbeitet, dann ist man auch extrem enttäuscht, wenn das nichts wird. Aber man muss sich da auch ein dickes Fell zulegen mit der Zeit, weil sonst macht dich das einfach fertig. Also du kannst dich ja nicht irgendwie den halben Tag damit beschäftigen, dich zu ärgern, weil letztendlich will man ja schöne Sachen kreieren, die andere Leute erfreuen, und das hat nichts mit Ärger zu tun. Und deshalb muss man halt irgendwann, lernt man die Sachen ja auch kennen, dann passiert es das erste Mal, da ist man vielleicht noch sehr, sehr down, weil es alles nicht so geworden ist, wie man wollte. Aber dann lernt man einfach, man lernt daraus, man merkt, okay, warum ist es nicht so geworden, warum ist es schiefgelaufen, was habe ich falsch gemacht, was kann ich das nächste Mal besser machen. Und so geht das dann immer Step by Step. Und wenn man erstmal erkannt hat, dass Fehler eigentlich nur was Gutes sind am Ende des Tages, weil man immer daraus lernt. Oder generell Sachen, die schief gehen, tragen immer nur dazu bei, sollten sie zumindest, dass man es beim nächsten Mal besser macht. Und wenn man das halt so nimmt, dann ergeht man sich nicht in so einer Verzweiflung, in so einer Trauer, sondern packt das einfach beim Schopf und versucht es einfach besser zu machen. Das ist eher dann ein Ansporn. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann ist das ein Katalysator und nichts, was einen irgendwie runterzieht. Ich hab was dir fehlt und ich hab was du brauchst. Eine volle Packung Disco, ja, die bringt dich wieder rauf. Und darum lieben wir die Disco. Du sagst, du hast gelernt, dass man aus Fehlern lernt, aber manchmal kann man auch nicht aus seiner Haut. Ich kenne das sehr gut, dass man dann auch durch die Enttäuschung oder durch ein starkes Gefühl sich nicht zusammenreißen kann. Und wie gut sind deine Nerven da? Oder was muss passieren, damit das dann doch mal ausartet? Ja, das gibt halt die Menschen mit Nerven dünn wie Zahnseide und die Menschen mit Nerven dick wie Drahtseile. Es ist halt, wie soll ich sagen, ich glaube, bei mir ist das, das kommt auch mit der Zeit so, das trainiert man sich auch an. Das ist eigentlich genauso wie irgendwelche Muskeln trainieren, würde ich sagen, trainierst du dir auch die Dicke der Nervenstränge an. Und am Anfang ist man sehr anfällig noch dafür. Und mit der Zeit, wenn man irgendwie erhobenen Hauptes aus Niederlagen zum Beispiel rausgeht, dann stärkt das auch die Nerven. Also damit meine ich jetzt nicht, oh, okay, ich habe jetzt heute eine Niederlage eingesteckt. Jetzt, das macht mich automatisch stärker, so meine ich das nicht, sondern einfach dieser Lernprozess daraus, was ich eben meinte, mit aus den Fehlern lernen, das nächste Mal besser machen, das macht das Ganze nicht mehr so abstrakt und nicht mehr so, oh, ich weiß nicht, was da passiert ist, warum das passiert ist, sowas macht eine Sache viel unheimlicher, wenn man viel mehr versteht mit der Zeit, weshalb das jetzt schiefgelaufen ist oder wie die Dinge laufen, dann macht einen das auch automatisch cooler und ruhiger. Games nennt, saugt dieses Lied. Von mir aus saugt alle Songs, die es gibt. Ey, Denker, mach, schieß los. Häng rum nachts auf dem Friedhof. Und ich glaube, in dem Beruf, den ich mach, und ich glaube sogar, vielleicht ist es in jedem Beruf so, kommt das einfach mit der Zeit, dass man die Sachen besser kennenlernt und dadurch halt nicht mehr so aufgeregt ist und vor allem nicht mehr so niedergeschlagen, wenn es dann nicht läuft und dass es dann mit den Nerven nicht so durchgeht. Natürlich habe auch ich eine, wie nennt man das, Reizschwelle, ne? Die war früher wesentlich niedriger, als man eben noch nicht wusste, wie es geht, und die geht halt immer höher, aber es gibt immer noch Ereignisse, die es schaffen, über diese Reizschwelle rüber zu hüpfen, und natürlich, dann drehe auch ich mal durch und schrei oder bin depressiv und sauer und traurig und all das passiert auch, auf jeden Fall. Was machst du dann? Oh, keine Ahnung. Ich habe mal einmal,
zu der Zeit, als die Reizschwelle noch nicht so hoch war und als es gerade losging, was ich meinte mit Bambule, zu der Zeit, da war das echt hart so, weil da hat man sich auch vieles viel mehr zu Herzen genommen und da gab's, und da habe ich auch gerade nicht nur, sind wir durch die Decke gegangen, sondern ich habe da auch gerade so ein Label gegründet, Eimsbusch, das es auch schon lange nicht mehr gibt, aber das ging damals auch gerade ab und ich wollte halt alles unbedingt richtig machen und da ging irgendwie an einem Tag mal alles schief und dann habe ich mir, ich habe es mir extra fotografiert, um es mir für immer zu wissen, was ich da gemacht habe. Ich hatte so ein riesiges altes Telefon damals von DJ Matt und ich kam irgendwie gerade vom Videodreh aus, wo waren wir da, auf Teneriffa, musste gleich am gleichen Tag noch zur Tour los aufbrechen und musste da irgendwelche Vinylbestellungen, das hat alles nicht hingehauen und so und dann bin ich, bis mir der Kragen geplatzt, bin durchgedreht und dann habe ich das Ding in, weiß ich nicht, so 500 Einzelteile gehauen oder so. Dann ging es dir gut. Dann ging es mir echt gut. Das sah so, sieht so geil aus. Ich habe es dann auch genauso von oben fotografiert, dass man noch so den Corpus Delicti sieht, schon zersprengt und noch überall so Plastikscherben. Das war jetzt, also da war ich auf jeden Fall so, ich glaube, da ist bestimmt auch eine Träne geflossen, irgendwo auf die Plastikscherben. Ja, genau. Okay, und aber dann, das ist ja nicht zum Nachmachen, zum Empfehlen. Nee, natürlich nicht, aber es ist trotzdem eine Form von Release. Oh, Johnny.